Hi, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Antonia und in diesem Video zeige ich euch, wie ich diese Tasche hier bemalt habe. Ich muss sie leider einfügen, denn ich habe sie nicht mehr persönlich. Es war ein Auftrag und zwar sogar ein Geheimauftrag. Also konnte ich keine Zwischenergebnisse auf Social Media posten. Aber die Person hat die Tasche jetzt und ich kann euch zeigen, wie ich sie gemacht habe. Und Leute, wenn ihr sowas gerne macht und ihr an sowas interessiert seid, macht das nach. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ich finde, es ist ein richtig cooler Weg, einfach seine Sachen aufzupimpen, abzucyceln oder einfach nur zu personalisieren. Und in fact, ich habe mir auch selber eine gemacht, natürlich. Ich musste halt ausprobieren, ob es gut funktioniert, bevor ich einen Auftrag annehme. Und das tut es. Es funktioniert super. Also macht es nach. Wer mein erstes Video gesehen hat, dem ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich jetzt einen anderen Hintergrund habe. Das war nämlich eines der Kritikpunkte. Und ich versuche mich natürlich zu verbessern, also hoffe ich, dass euch das hier besser gefällt. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Was ich euch empfehlen würde und was ich auch gemacht habe, ist einen Entwurf zu bearbeiten. Das habe ich auf PixArt gemacht, dazu muss man auch echt kein Experte sein. Man hat den Dreh schnell raus und so kann man halt eben sehen, wie es ungefähr später aussehen wird und ob es einem gefällt. Ich habe zum Beispiel auch mehrere Entwürfe gemacht mit vielen verschiedenen Farben und so. Also das ist immer ein ganz guter Weg zu checken, ob einem das gefällt, was man macht. Bevor wir anfangen können, die Tasche zu bemalen, müssen wir sie reinigen. Und zwar mit Lederreiniger oder reinem Aceton geht auch. Und zwar soll das Fettschichten und Schmutzschichten entfernen und dann haftet die Farbe besser. Wie ihr auf meinem schlecht bearbeiteten Entwurf sehen könnt, sollen da Farbspritzer drauf. Da habe ich mir schön knallige Farben rausgesucht, die dann schön verdünnt mit Wasser. Also die müssen wirklich gut flüssig sein. Und dann gibt es da verschiedene Methoden, wie ihr Ergebnisse erzielen könnt. Ich habe jetzt Farbe auf die Borsten gemacht und bin dann quasi mit meinem Finger so lang gegangen und dann gab es so eine Farbspritzer. Gut funktioniert es auch, wenn ihr zum Beispiel den Pinsel gegen so einen anderen Pinsel haut. Also probiert euch da aus, da gibt es ganz viele Techniken. Oh, und bereitet euch gut vor. Also schützt eure Umgebung, packt Folie oder eine Unterlage drunter, weil das Ganze ist echt messy und es ist jetzt zwar nicht so dramatisch, weil Acrylfarbe kriegt man wieder weg, aber erspart es euch einfach. Und leider habe ich noch keine Abpaustechnik herausgefunden, die auf der Tasche funktioniert. Also müsst ihr euch auf euer Zeichenkönnen verlassen. Ich habe das hier mit so einem grünen Stift gemacht. Dabei ist der Vorteil, dass er sich super wieder abwischen lässt. Also es ist nicht so schlimm, wenn ihr Fehler macht, dann wischt ihr es einfach weg und malt nochmal neu. Wer das Vogue-Jacken-Video gesehen hat, der weiß, was jetzt kommt. Einmal alles schwarz umranden. Generell, was mir aufgefallen ist beim Bemalen von Taschen, ist, dass es viel länger dauert, bis die Farbe trocknet. Das, denke ich, liegt daran, weil sie nicht so richtig was hat, wo sie haften kann, beziehungsweise reinsinken kann in Stoff. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Finde ich aber ganz gut, weil es hier den Vorteil hat, dass ihr Fehler ganz schnell wieder beheben könnt oder einfach was wegwischen könnt. Deshalb habe ich auch immer so ein Tuch dabei, also so ein Baumwolltuch, das seht ihr auch da im Video. Das Ding ist echt vom Vorteil, weil, wie gesagt, hier können wir damit Fehler beheben und damit trockne ich auch immer Pinsel, wenn ich zum Beispiel eine andere Farbe dann benutzen möchte mit demselben Pinsel oder der einfach nur zu nass ist. Ist auf jeden Fall ein kleiner Helfer beim Malen. Ich muss sogar sagen, dass Taschenbemalen fast sogar besser klappt als Jackenbemalen, weil du damit irgendwie sicherer bist. Also, wie gesagt, du hast mehr Zeit, um irgendwas zu malen, weil die Farbe nicht so schnell trocknet. Dann kannst du Fehler beheben. Und selbst wenn dir im Nachhinein erst auffällt, dass du irgendwas falsch gemacht hast, dann nimmst du einfach ein Tuch, ein bisschen Lederreiniger und gehst damit quasi rüber und kannst damit eigentlich sogar alles löschen. Also wenn du am Ende irgendwas bemalt hast und du so denkst, okay, nee, das gefällt mir doch nicht, dann kannst du es einfach wieder wegwischen. Anders als bei den Jacken habe ich jetzt hier keine weiße Grundierung gemacht. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass man auf jeden Fall mit mehreren Farbschichten arbeiten muss. Besonders hier jetzt bei der pinken Umrandung bin ich auf jeden Fall zweimal, wenn nicht sogar dreimal rübergegangen. Also stellt euch darauf ein, ihr braucht ein bisschen mehr Farbe, auch bei dem Weiß. Also ich musste oft drüber gehen. Außer Schwarz, Schwarz hat ganz gut funktioniert. Das Ganze soll so einen Graffiti-Look kriegen, deswegen die Highlights und die Farbspritzer. Das ist auch inspiriert von einem Künstler, der Spray-Paint benutzt oder so einen Graffiti-Style hat auf jeden Fall. Der hat nämlich auch MCM-Taschen bemalt, daher kam nämlich die Idee und der Wunsch, ob das klappt, ob ich das auch hinkriege.
und ich bin so froh, das hat extrem Spaß gemacht. Und der Künstler, den verlinke ich euch mal unten in der Infobox, der ist wirklich, wirklich talentiert. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen für neue Projekte gespeichert, so als Inspiration. Der ist auch wirklich erfolgreich mit dem, was er macht. Also checkt den mal aus, der ist echt cool. Wir sind auch fast am Ende der ganzen Sache. Ich hoffe, es hat euch nicht so gestört, dass ich die Tasche die ganze Zeit bewegt habe, wenn ich irgendwo ran musste oder malen musste. Aber es war für mich ehrlich gesagt ziemlich von Vorteil, weil ich so viel besser an gewisse Stellen rankam. Ich habe immer Lieblingsstellen und bei Taschenbemalen ist es definitiv, diesen Lederlack drüber zu geben. Damit fixieren wir das Gemalte. Das ist quasi das Pendant zum Bügeln auf der Jacke. Auf jeden Fall, ich liebe es. Es gibt dem Ganzen so ein glänzendes Finish und damit sieht es einfach gewollt aus, professioneller. Es sieht halt weniger selbstgemacht aus. Also man könnte auch vielleicht sagen, dass man das irgendwo gekauft hat. Auf jeden Fall liebe ich das. Ich habe auch das Gefühl, dass die Farben danach viel intensiver rauskommen. Es sieht einfach echt toll aus. Yep, that's it. Mehr gibt's nichts zu sagen dazu. Hier ist die fertige Tasche. Ich hoffe, ihr erkennt gut, wie dieser Lack glänzt, nachdem er eingetrocknet ist. Es geht auf jeden Fall viel schneller als Jacken bemalen. Ist wieder eine Geschmackssache hier. Ich finde, sie ist eine coole Statement-Tasche, auf jeden Fall. Und ich hoffe, selbst wenn sie euch jetzt nicht vom Aussehen her gefällt, dass ihr es spannend fandet, wie ich sie gemacht habe.